Ach, Gesundheit, plus 0,5. Hast du Trockenfleisch gegessen? Noch nicht. Du weißt, da gibt es 20 Stück davon. Ja. Aber das ist, So, ich stelle mal 50 gebratenes Fleisch. Ein Apfel muss man essen. Da geht's auf jeden Fall hoch mit den Leben, glaube ich. Jo. Ein also Apfel. Ich mache jetzt 50 Fleisch. Aber Fleisch gibt kein Heal-Boost, so gesehen. Da sind nur Äpfel. Bis jetzt, was ich im Inventar habe, sind Äpfel aber als Boost. Ich habe Trockenfleisch gegessen und mein Leben füllt sich langsam auf. Hä? Macht keinen Sinn, aber gemäß den Stats. Ach so, okay. Boah, in der Haltung Fleisch kochen 50 Mal, das geht auf den Rücken. Wie sieht's hier eigentlich aus? Wir haben mal drei Betten hier, Junge. Eben, das ist für drei Leute. Guck mal, ich koche 50 mal Fleisch. Ein Fleisch dauert 5 Sekunden. Junge, 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 warum machst du hier sowas? Ja, egal. Es gibt XP. Das überschüssige Fleisch können wir verkaufen oder zu verdorbenem Fleisch machen und dann können wir dann das verdorbene Fleisch zu Dünger machen. So. Oh, eigentlich. Soll ich mal einen Brunnen bauen? Wäre vielleicht nicht mal so schlecht, ne? Ja. Gibt. Komm, wir setzen den Brunnen in den Fluss. Das ist Sims Logic. Das ist 1x1. Kann man sich überhaupt hier irgendwie... Ich bin wieder so ein doof Depp. Kann man das Ganze... rastermäßig bauen? Oder ist das so... Scheißegal. Frei. Och, nö. Nein, um Himmels Willen. Warum? Das ist doch auch super, weil dann sind wir ein bisschen einkreativ, wie wir die Stadt bauen können. Oder unser Dorf. Wie kann man was wieder löschen? Beim Bauen? Also wenn du es hast du's platziert? Ja. Dann drückst du Rechtsklick beim Hammer und dann kannst du auswählen, ob zerstören. Ja, aber es passiert nichts. Ah, okay, so rum. Okay. Da musst du den Hammer wieder wechseln auf Erbauen. Verstanden. Gebäude. Ach ja, dieses Spiel ist... Weißt du, zu was dieses Spiel motiviert? Wenn dessen er produziert, Stuhl-TV zu machen? Oder sinnlose Storys zu machen? Holzstamm. Technologien. Neues Gebäude freigeschaltet. Werkstatt. Oh, geil. Muss man das machen wir bestimmt in einem Haus oder so in der Art, ne? Würde ich auf jeden Fall behaupten. Ist ein Haus. Werkstatt. Oh, ich hab zu wenig Steine. Das gebrochene Fleisch in die Truhe. Und den Stroh auch. Oh, was ist jetzt los? Ich habe irgendwelche Tiere angelockt. Ich glaube, da ist nicht lustig. Till, ich baue uns mal hier so ein kleines Ackerfeld, damit wir so Gemüse und so anpflanzen können. Felder. Also wir müssen dann schnellstmöglich schauen, dass wir Zwiebelsamen kaufen oder so. Ach, eine Hacke ist erforderlich. Okay, da bin ich wieder raus. So, jetzt kann ich den Stock hier nehmen. Toll. Ja, hier gibt es gar nicht mal so viele Bäume hier, ne? Im umliegenden Gebiet. Das ist ja wirklich doof. Wenn wir Leute akquirieren, die Holz fällen, die können dann Holz generieren, ohne die Bäume zu fällen. Wie willst du, wie? Die fällen Bäume.
Das macht keinen Sinn, dass die wie die Bäume fällen. Also nee, andersrum. Du kannst einen Holzfäller engagieren. Mhm. Der fällt keine Bäume, aber der sammelt dir Holzstämme ein. Material. Ja. Das ist wichtig. Das brauchen wir. Das müssen wir bauen. Ja, Lager bin ich. Rum. Ja, das auf jeden Fall. Bin ich dabei. Ich mach mal 7 Holz. Halt. Ich bin aber immer noch auf dem Brunnen dran, ne? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen wichtiger. Ja, eventuell. Für Wasser. Damit kann man dann, wenn wir Leute haben, muss man schauen, dass die ja Nahrung haben und Wasser. Und dann kann man vom Brunnen Eimer füllen mit Wasser. Und dann können die Leute aus dem Wassereimer trinken, was Wasserreserven erstellt. Zocke auf die 4. So, und dann sind wir wieder bei meinem Säckli angekommen, das man hier braucht. Pro Gebäude, was man baut. Ach, schon wieder scheiß Stroh. Nein. Und pro Feld auch. Wir haben zum Glück aktuell 0 Steuern. Ich brauche noch Stroh hier, ne? Ja, ist in unserem Haus drin. So, ich muss noch 5 Holzhacken bauen. Dann gehe ich die ab. Jagdhütte freigeschaltet. Genau. Also, wir müssen... Ich würde mal sagen, wir bauen... also, warte mal. Du baust ja jetzt das Ding. Den Brunnen. Nach dem Brunnen? Wäre ich froh, wenn du so mal 2 Häuser baust. Dann kümmere ich mich darum, dass wir mal die ersten Leute kriegen. Wenn wir die 2 Häuser haben, bauen wir einen, bauen wir eine... Nicht ernst. Ein Holzschuppen und eine Jagdhütte. Dann können wir einen Holzfäller engagieren und einen Jäger. Ich brauche jetzt einen fucking Baumstamm, damit ich mir einen tollen Baumstamm bauen kann. Oder so. Ich würde sagen, wir gehen nachher gleich schlafen, weil es wird schon wieder dunkel. Ja, das ist so. Aber das Spiel macht schon Laune, ich sag's dir. Wenn man mit der Zeit so ein bisschen das Dorf gestalten kann, weißt du, wirklich so ein bisschen mit Dekoration und Details. Ja, auf jeden Fall. Ich mag das richtig. Ich habe das viel zu spät angefangen, weil ich so beschäftigt war mit Ressourcen sammeln. Das war... Ja, hat seine Zeit gebraucht. Ich muss... Wege kann man hier wahrscheinlich auch bauen, ne? Ja. Generieren auch wieder Steuern. Nein! So. Wollen wir schlafen gehen? Was hat da jetzt da... Neues Level, Produktion. Perfekt, das heißt, ich kann dann bald eine Schmiede bauen. So, jetzt aber. So, hier mal ein Brunnen. Was müssen wir jetzt machen hier? Guck mal. Wir können schlafen. Verwenden? Nicht genügend Rohstoffe. Ich brauche einen Eimer oder eine Trinkflasche. Okay, ich kann aber saufen. Aber immerhin kannst du saufen, ja. Und das geht unabhängig. Okay. Hier ist ein Fass leer. Also, okay. Pennen. Warte mal, ich nehme noch 2 Leder, dann baue ich mir mal 2 Säckli. Baue einfach mal Säcke oder was? Für Samen. Ich bin bereit. Ich gehe die Quest abschließen. Ich versuche den Tag zu überspringen. Nicht die Nacht, sondern den Tag. Also, ich bringe dem Typen die 11 Holzhacken. Ah. Kaufe uns dann Zwiebelsamen. Ah, und Dünger. Muss ich noch Dünger kaufen? Stimmt.
Lebensmittel sein. Dünger und Zwiebelsamen. Ich gehe mich auf den Weg machen. Deutsch. Ich mache mich auf den Weg zu den. Zum Dorf. Also, wir haben Materiallager freigeschaltet, wir haben die Werkstatt freigeschaltet, wir können nachher einen Eimer kaufen für 100 Münzen, dann können wir... Was, ein Eimer 100 oder was? Ja, du kaufst die Crafting-Rezepte mit Geld. Okay. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du die dann craften und dann können wir die auch verkaufen. So, Technologie. Rezepte. Jagdhütte, wo soll ich die hinbauen? Neben unserer Hütte oder was? Nee, eigentlich nicht. Nee. So ein bisschen dorfmäßig, weißt du so. Das soll schon dann mal ein realistisches Dorf geben. Du wärst auch der Meinung, dass wir am Fluss entlang bauen, ne? Plus minus. Also ich würde nicht nur am Fluss bauen. Ein Zentrum oder so ein Dorfzentrum machen, ne? Soll ich auf dem Rückweg dann noch Stroh mitbringen? Eine Steinspitzhacke, das bräuchte ich auch noch. Meine Fresse hier. Ja, um Steine zu... Also, weißt du? Die kriegst du nur in den Minen, die Steine zum Kloppen. Ach so. Ich sehe da teilweise irgendwelche... Nee, ich sehe doch hier auch Steine. Ja, aber die meisten kannst du nicht kloppen. Ach so. Ich probier gar keine. Deshalb musst du das Ganze so... Ja. Okay, verstanden. Erwan. Schlage die Haken zusammen, ich bringe neues Werkzeug. So, ich habe Münzen gekriegt. Bestag beschlossen, geh hacken. Behalte sie Situation in Oxbow im Auge. Behalten sie, okay. Kruchkriminelle Kaninchenprinzessin, ich rede mal mit der Tante. Und weiterhin Baumfeld. Wo hast du diese Tonkrug gefunden? Ist es etwas Wichtiges, seine Majestät mag es nicht zu warten. Was Gebüsch, Majestät? Gebüsch. Okay. Es gibt hier keine Majestät. Wir sind einfach alleine hier. Wir haben nichts zu sagen. So. Abliefern, Roslava, schenken, Tonkrug. Warum kann ich... Ich habe Beeren gefunden. Habe ich die direkt gefressen, oder? Nein, du, das sind Beeren, die man nicht fressen kann. Frühling. Ich bin... Ach so, ja, toll, die sammeln Beeren, aber die kann man... Okay, verstanden. Ja, ist ein bisschen doof, ne? So, Weizen. Plus 25 Reputation. Ja. Warum, habe ich was gemacht? Nee, ich bin ja in der Quest hier am Machen. Ah, so. Ich bin ja im Dorf, Osmir. Osnomir. Was ich baue, ist scheißegal oder so in der Art. Natürlich, oh, vergiss es, jetzt erinnere ich mich blass, aber... Tonkrug, den Osnomir verloren hat. So, und bums. Ist eigentlich auch gut, ne, so zu zweit oder zu dritt halt das zu machen. Man kann einer immer an einer Hütte bauen oder an einem Dörfchen und der andere baut die Quests ab. Ja, baut die Quests ab, ja. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Nicht nur das, ist, so kann ich zum Beispiel, genau, was noch lustiger Materiallager ist, wir bauen dann mehrere Materiallager auf der Map verteilt. Aber warum? Weil du kannst von Materiallager auf das andere Material, du kannst mit dem Materiallager überall zugreifen. Sprich, wenn ich jetzt ein Materiallager hier in der Nähe des Dorfes baue, dann kann ich,